Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal pünktlich ein neues Reaction-Video und endlich mal ein aktuelles. Ich habe noch ein paar andere, die ich gerne machen will, aber ich habe das gesehen und euch gesagt, ey, dazu muss ich ein Video machen. Und ja, muss mich mal meinen Stuhl immer noch gewöhnen. Der ist scheiße, was soll's. Soll ich sagen? Ja, einfach entspannen, Tee nehmen oder irgendwas Chlorfleiß, ne? Oder irgendein Virus nehmen, oder irgendwas zum Trinken, oder ne, je nachdem. Ich nehme meine Koala, die ich gerne esse. Oh, dann Zauberwald. Oh, die wissen gar nicht, dass ich sowas esse. Ich habe gehört, gibt es Gesetze, Werbung oder so, aber ich habe einen veganen Anwalt und der sagt, für Werbung muss man ja bezahlt werden. Ich kriege dafür kein Geld, also von daher. Ja, Koala, eine coole Sache vom Küchenmeister, krass, im Zauberwald. Ja, Merlin ist drauf, juhu, oh, das ist die Fee. Oh, die ist gar nicht hier drauf, doch. Die heißt Fingerfee, ja. So, dann legen wir mal los. Reaction-Video zu... GNTM. Ach so, ja, Germany Next Top Model? Okay. Die sind zwar sehr viel geschminkt, aber gut. Miss Germany and Co. Ah, Schluss mit Schönheitswettbewerben. 13 Fragen an Bubble. Und es ist von ZDF. Ja! Oh, wir haben Gäste. Ich glaube, ich muss noch jemanden anlernen. Moment. Oh, das haben wir ja. Ja, da ist er ja. Hallo, hallo. Ich schau auch mit. Ja, Mr. Pinguin Watschelduck schaut auch mit. Okay, los geht's. Jetzt will ich mal sagen, los geht Reaction-Video auf. War, weil ich Heidis Manager war. Es tut tatsächlich auch weh, zu erfahren, was junge Mädchen wie du, mit welchen Erlebnissen sie da rauskommen. Es tut mir leid, dass ich dabei war. Es tut mir leid, dass ich dabei war. Und dabei lacht er richtig ins Gesicht. Erinnert mich an das? Oh ja. Oh ja. Schöne Erinnerungserlebnisse. Es tut mir leid, dass wir dich zusammenschlagen wollen, dass du ein kleines Jugendschweinchen bist. Aber bitte nicht. Aber wir müssen dich leider töten. Oh Mann, ja. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe nicht viel Hau abbekommen. Das war in meiner Grundschule, sondern nur einiges. Ich konnte danach, war ich 15 Minuten oder 20 Minuten weggetreten. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde geschlafen. Die Lehrerin hat gefragt, was ist los? Aber hey, es tut mir leid. Es ist Vergangenheit. Ah, oh, ist das schön. Coole Musik. Sie auftreten. Ah, ich liebe das. Es gibt viel schlimmere Sachen. Viel schlimmere Sachen auf der Welt. Haben wir schon Putin vergessen? Oder was? Hey, Mr. Pinguin Watschelduck. Junge Babus. Aber da was? Ich kann keinen Bauch reden. Ich mach's einfach so da. Ja, da war was. Hab ich auch keine Ahnung. Iran war da noch was. Irgendwas mit einer Frau. Egal. Schon, fahren wir weiter. ist das schön. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit unserer Konfliktfrage. Sollten Schönheitswettbewerbe ein Ende haben? Wenn ihr sagt ja und zwar schnell, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt nö, sehe ich keinen Grund zu, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Ich würde mich jetzt gerne positionieren. Nein, die dürfen doch kein Ende haben. Das sind doch die ganz tollen Models. Was machen die überhaupt? Nachdenken. Ja! Ja, jetzt weiß ich's. Ich schreib's einfach in die Kommentare, falls ihr irgendwas dazu was einfällt. Mir fällt jetzt echt nichts ein. Auch Miss Germany, Miss Universe oder Germany's Next Top Model. Wettbewerbe gibt es schon seit mehr als einem Jahr. Oh, mein Tee ist heiß. Und ungefähr genauso alt ist auch die Musik da.
zu oberflächlich, zu sexistisch und einfach nicht mehr zeitgemäß. Was? Und das, obwohl es bei diesen Wettbewerben längst nicht mehr nur um schön. Moment mal. Ich muss ja den Namen kurz wissen. Sie heißt, wie nochmal? Salva Homsi. Ah, auch schwerer Name. So wie mein Name. Slavomir Andrzej Wodzinski. Ah. Ja. Oh Mann. Ja, das ist hier so die Moderatorin, die das moderiert, denke ich mal. Ja. Okay. Ja, zu Models. Also Models gab es schon vor Millionen von Jahren. Also seit es Machtinhaber gibt, und das ist im Endeffekt eine tolle Sache, dass die Machtinhaber einfach Mädels da finden, um ihre Mode zu verkaufen. Das ist dann falsch. Okay, weitermachen wir. Wettbewerbe braucht wirklich kein Mensch mehr. Und sie sind mittlerweile wichtiger denn je. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe, diese beiden Seiten hier am Ende vielleicht sogar im Kompromissfeld zu vereinen. So, jetzt an euch, wenn ihr hier gerade in diesem Moment auf dem Spielfeld stehen würdet, wo würdet ihr denn stehen? Bei Grün oder bei Gelb? Schaut's mir. Ich bin ein Infinity-Wesen. Ich stehe in beiden Seiten. Was sagst du jetzt, hä? Gerne in die Kommentare. Liana, ich möchte gerne mit dir anfangen. Aktuell läuft die 18. Staffel der Sex Topmodel. Bei uns warst du auch selbst als Sex Topmodel dabei. Mit eigenen Finale ausgestiegen und hast zu tun mit einmal mit Cybermobbing, was du erlebt hast. Aber du hast auch ein Typ, der mir hinter der Kamera kritisiert. Du hast vor GNTM, aber auch selbst schon an Misswahlen teilgenommen. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was kritisierst du grundsätzlich an diesen Schönheitswettbewerben? Also von Misswahlen bis hin zu Germany's Next Topmodel. Im Grunde sind das super veraltete Wait a minute. Ist das nicht das Babykind? Hey, Pinguin. Ja, das ist, glaube ich, das Babykind. Ja, Knuddel, Knuddel. Ja, das ist ja die, wo ich mein Video gemacht habe drüber. Die ist richtig clever. Das ist eine sehr, sehr kluge Frau. Und ihr knuffige Backen ist einfach zum Knuffen so. Und die ist sehr schlau. Die war die einzige mutige, clevere Frau, die ein Geschäftsmodell dann hatte und auf die Idee gekommen ist, Moment mal, ich brauche die Ungrounded. Aber wie mache ich denn das, dass die Leute erfahren oder dass die Leute sauer auf mich sind, dass das andere Leute sind, die anderen, also die Bösewichte sind. Und dann hat sie ja eben Vertragsbruch begangen, auf Risiko, alles vorher kalkuliert, habe ich in meinem Video mal gemacht, wenn ihr das mal anschauen wollt, ist in der Beschreibung verlinkt. Und hat es tatsächlich geschafft, also muss man echt Respekt sagen, die Frau hat was im Kopf, das in jungen Jahren, nicht alle sind so schlau, hat es tatsächlich geschafft, in vielen Punkten zu gewinnen. Was ja, das hat noch keiner geschafft. Also gegen eine Modelagentur, gegen ein System. Also es ist Respekt, egal wie. Strukturen, die vielleicht einfach vor 15 oder 20 Jahren so funktioniert haben, aber für unsere heutige Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Das ist falsch, das stimmt nicht. Die Strukturen gibt es schon viel länger, seit es die ersten Modelagenturen gibt. Die gingen eigentlich dazu da, um die Mode zu verkaufen. Es ist ganz normal und ganz gewöhnlich, dass in einer uralten Gesellschaft Mode verkauft wurde und am Anfang halt eben ganz normal, dass Standardgeschlecht angesprochen wurde, beziehungsweise nicht Standardgeschlecht und Gesinnung, also das heißt, was in der Natur drin, also ist diese halt Heterosexualität. Und das war selbstverständlich, dass Männer das erfunden hatten, hey, wie können wir unsere Mode vermarkten? Wie können wir aber auch Frauen finden, weil es gibt so viele hübsche Frauen auf der Welt, so wie hübsche Männer auch. Und da hat irgendjemand die Idee gehabt, ey, wir machen mal so einen Contest. Und das nennen wir Miss Universe oder Miss Germany und so weiter. Und dann haben sich Frauen beworben im Endeffekt, die wirklich mal durchschnittlich, mal gut aussehen, verschiedene Richtungen, dick und dünn und so weiter. Und früher haben die Frauen noch weniger Make-up drauf gehabt.
Und dann haben die halt dementsprechend Kriterien erfüllen müssen, um da einfach dann das Top-Model zu werden für die Top-Marke und so weiter. Ich kenne so wenig Marken. Ich habe mich da mal früher befasst und irgendwann habe ich gemerkt, das ist doch alles Hirngespinst. Ist doch der Charakter des Menschen viel wichtiger als das Äußere. Okay, das Äußere, das ist biologisch wiederum, das ist normal wiederum, anderes Thema. Da schauen wir auch drauf, weil das ist Biologie. Aber ja, irgendwann habe ich aufgehört. Ich habe gesagt, oh, das sind zu viel. Ja, also es gibt verschiedene Marken. Calvin Klein, Chivo auch. Es gibt so viele Marken. Fragt mich, jetzt bin ich nicht aus, welche Marken es gibt. Ich, ehrlich gesagt, ich reagiere ein ganz normaler, echter Laie. Ein Laie reagiert auf ein tolles von CDF Unbubble-Video, wie immer. Ja, ich müsste nachschauen, ich habe so eine Liste, wo die Modemarken sind, aber eigentlich gehört auch Levi dazu oder halt, ein Model kann Werbung für alles machen, nicht nur für Klamotten, auch für Produkte wie Philips zum Beispiel, ne? Oder für Kaffeemaschinen auch, ne? Das sieht man ja auch, ne? Für verschiedene Marken eigentlich, ne? Aber es gibt halt diese Gucci, glaube ich noch, Modemarken, also gewiss teure Modemarken. Und diese Marken halt eben sind exklusiv von gewissen, also wie nennt man das? Ach, ich habe das Wort jetzt vergessen. Na, also das ist so ein exklusiv halt eben Marken und dann machen die halt das. Ja, komm, machen wir weiter. Also die Modelbranche hat sich verändert, aber auch unsere Gesellschaft. Wir wollen alle Menschen sehen. Meiner Meinung nach sollten Misswahlen ein Ende haben, weil dieses Land diverse werden muss. Und diverse bedeutet... Wait. Meiner Meinung nach, das ist Ihre Meinung. Darf sie sagen, wir leben in einem Artikel 5 gegen jeden Land. Das ist nur Ihre Meinung. Okay, Ihre Meinung ist, so wie ich das verstehe, dass sich das ändern muss. Müssen tut es gar nichts. Müssen tut es nichts auf dieser Welt. Es muss aus reinem Herzen geschehen, sagen wir. In der Tora steht es auch drin. Nicht auf Zwang. So. Ein Zwang funktioniert nie. Hat Hitler nicht geschafft und viele anderen wie Stalin, Napoleon, auch Oberstalin, glaube ich, hat mehr erreicht als Hitler. Aber auf jeden Fall diese diktatorischen Systeme, die brauchen wir wirklich nicht. Na, Gesellschaft muss sich entscheiden, welche Richtung sie gehen kann. Oder will auch, ne? Wie zu viel Fleischkonsum und so weiter. Und sie muss sich entscheiden, ob sie halt eben in die Richtung der Jedis geht oder in Sith. Momentan bewegen wir uns in sehr vielen Sith-Ebenen oder Palpatine, ne? Star Wars, falls jemand das kennt. Und da ist halt das Problem. Divers ist das verschieden heißt das, ist auf Englisch, und das heißt eigentlich verschieden. Verschieden muss gar nichts akzeptiert werden. Ich bin der Meinung, dass die Mehrheitsgesellschaft ein Recht drauf hat, obwohl ich asexuell bin, also asexuell, demisexuell, bin ich der Meinung, dass die Standardgesellschaft schon das so weit führen sollte und dass wir halt eben die verschieden sind, Anomalien sind, dass wir dementsprechend das Beste aus unserer Lage rausholen sollen und nicht auf die Leute mit dem Finger zeigen oder mit Stein schmeißen sollten, weil sie sind ja nicht schuld daran, so wie wir geboren sind. Ne? So, wenn ein Homosexueller homosexuell ist, dann darf man ihn jetzt nicht killen. Ne? Dann gibt man ihm so viel Liebe, wie es nur geht. Aber er kann halt nicht das verlangen, dass, ja, du musst mich jetzt akzeptieren. Das geht nicht. Ich muss auch keinen akzeptieren, ich habe nichts dagegen. Ich bin froh, wenn Leute mich nicht akzeptieren und wenn mich Leute hassen und lieben und so weiter, dann ist es halt, wie sie selbst sagt, divers. Ich liebe es. Moment, wollen wir noch schnell kurz, was sie so mal sagt? Ne? Erkennen, und das schaffen Misswahlen leider immer noch nicht. Und deine Erfahrung? Moment, nochmal, wiederum. Die Gesellschaft nicht Moment. Mehr funktionieren. Also, nicht funktioniert. Für dich nicht. Für die Gesellschaft, solange ein System, wie gesagt, ein funktioniert System, wird man das System nicht abschaffen. Das wäre ja blöd. Ne? So wie die militante Veganerin, die unbedingt aufzwingen will, ihre Moral.
Das ist Sith-Manik, das ist Sith-Palpatine, das ist Lucifer-Denkweise und das ist sogar Hitler. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist wieder da! Da hab ich gerufen! Ja, und ich in der Synagoge war, habe ich das auch ab und zu mal nachgemacht. Wir haben uns alle einen Arsch abgelacht. Ja, also niemands aufzwingen, ne? Das ist immer Sith-Taktik. Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden. Die Modelbranche hat sich verändert, aber auch unsere Gesellschaft. Wir wollen alle Menschen sehen. Oh, wait. Ich will das Video gar nicht lange halten, aber Moment mal. Sie sagt, wir, wunderschönes Mädel, ich muss nochmal gleich deinen Namen sehen. Ich werde dir gleich sagen, also das geht so nicht. Genau, das geht so nicht. Du nicht, Fräulein. Meiner Meinung nach. Ah, okay. Oh, sie hat einen schwierigen Namen. Litjana Gagwa. Oh Gott. Ist noch schwieriger als meine. Also, Frau Gagwa. Das geht doch nicht. Sie dürfen da einen nicht einfach aufzwingen. Man kann doch nicht aufzwingen. Also wirklich, das kann man doch nicht machen. Ne? Das geht nicht. Nee, geht gar nicht. Dürfen ihre Meinung haben, das ist auch okay, darf jeder haben. Ne? Aber sie dürfen nicht aufzwingen. Ich zwinge ja den Leuten auch nicht auf meine wunderschöne Tora und meine Tanak. Ich sag ja auch nicht, lies das. Du Arsch. Ich sag einfach, wenn die Leute mich fragen, warum bist du so verrückt? Dann sage ich, Tora, warum bist du so ein Spast? Weil ich die Tora liebe. Warum bist du so ein Spong? Weil ich es liebe, ein Spong zu sein. Hey, wo gibt's denn deine Drogen, die du dir reingezogen hast? Ich bin schon so geboren. Oh, scheiße, man kann ihn nicht vernichten. Da. Ich liebe meine Hater sehr. Misswahlen innehaben, weil dieses Land diverse werden muss. Und wow, Frau Gagwa. Wow. Wow, ganz sachte, ne? Das hat man mit uns Juden auch gemacht, ne? Man sagt, wir müssen weg, wir müssen für eine bessere Welt vergast werden, ne? Das nicht in die Extremismus verfallen. Ich bin ein Extremist, ich muss es wissen. Ja, aber nicht, ich würde niemals einen Nationalsozialisten für seine Gedanken gleich killen wollen. Ne? Das hat seine Gedanken, er denkt, ich bin ein scheiß Jude, er denkt, ich bin ein scheiß Blacken, Schweinchen dick. Hat ein Recht drauf, so zu denken, hat ein Recht drauf, mir jetzt mir direkt weitwürfest ins Gesicht zu sagen. Ich werde nicht boshaft werden wie Drachenlord und wie eine Memme heulen. Ne? Das ist ein Anrecht, das ist ein Artikel 5. Ja, aber wenn er mir jetzt eine Glock 47 hält und dann vor allen Leuten wie bei Deport und sagt, ich soll es zugeben, dann werde ich es zwar tun, wenn er mich dann erschießt, na, dann ist es Rassismus. Ja, das ist ja was anderes. Aber solange er seine Meinung und mich körperlich nicht, kein Problem. Nee, müssen tut man also wirklich nicht. Frau Gagwa, also wirklich. Also wirklich, Sie sollten sich schämen. Sie sind so wunderschöne Frau, einfach sowas zu sagen. Oh. Bedeutet. Da muss man immer aufpassen, ne? Weil sie schaut wie ein Baby aus. So mich du backen, Knuffenbacken. Ne? Und Knuffenbacken, das sind so, können auch gefährlich sein, solche Leute. Aber muss man aufpassen. Ah. Oh verdammt, ich habe was vergessen. Ich muss schnell was machen. Oh shit. So, da sind wir wieder. Wo haben wir? Wo waren wir? Ah, Herr Waschbär auch noch da. Wunderbar. Dann kann es losgehen. Unterschiede zu akzeptieren und anzuerkennen und das schaffen Misswahlen leider immer noch nicht. Und deine Erfahrungen, die du gemacht hast, gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen den Misswahlen und Germany's Next Topmodel? Oder war das am Ende genau gleich? Ja, für mich gibt es einen kleinen... Wait a minute, Frau Gag. Ich hoffe, ich sprach. Wenn nicht, vergeben Sie mir, ich bin kein Deutscher. Frau Gagwa. Bevor Sie noch weiter sagen, hoffentlich haben Sie sich mit Ihren Anwälten abgesprochen, dass Sie nicht wieder für Ihre Aussage. Der Unterschied für mich ist, bei Germany's Next Topmodel geht es noch mehr um das Zwischenmenschliche. Bei den Misswahlen geht es schon um die Bühnenpräsenz und das Talent, zumindest ein Stück weit mehr. Und bei Germany's Next Topmodel fehlt mir der Bezug zum Talent fast gen. Au! Das
Absatz gesessen. Ich beatme dich, Andi. Du musst mich beatmen. Ich sterbe sonst. Ich danke dir. Ich danke dir, Waschbär. Oh, das hat gesessen. Oh, dafür wird sie verklagt. Definitiv. Warum hast du eigentlich mitgemacht? Genau. Jetzt kommt die feine Ausrede. Ich weiß, warum sie mitgemacht hat. Weil sie eine Geschäftsfrau ist. Okay. Wenn du jetzt hier stehst, kann man sich ja denken, ja gut, also dann gehe ich hin, wenn das so doof ist da. Absolut. Ich glaube, viele von diesen Hintergründen oder wie es wirklich läuft, das erfährt man erst, wenn man dort ist, vor Ort. Deswegen So. Nein, Frau Gagwa, Sie kriegen vorher einen Vertrag. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Oh ja, ich habe Promotion gemacht. Ich habe mit Models geredet, auch wenn ich ein Spastenspock bin. Und Sie haben alles verraten. Weil ich so hässlich bin, haben Sie nicht sich dabei gedacht. So, und die haben es mir gezeigt. Und das ist sehr interessant. Es gibt einen Vertrag, den ihr bekommt, von einer gewissen Agentur natürlich. In diesem Vertrag stehen halt gewisse Paragraphen und gewisse AGBs, dass du das nicht machen darfst und das nicht machen, dass du das machen musst und das beherzigen musst und so und so und so und so. Also wenn ich schon sowas bekomme und ich muss es lesen, dann kann ja ihre Aussage nicht stimmen. Also wirklich, also Sauerei. Herr Waschbär, sagen Sie doch mal was. Also wirklich, eine Sauerei. So ist es. Ich habe auch das Video gemacht, weil ich glaube, viele junge Frauen hatten diesen Traum hinterher, der eigentlich nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, was uns einfach vom Fernseher gezeigt wird. Also das ist nicht Glamour und Glanzwelt 24-7, sondern... Oh, das tut weh. Ich krieg keine Luft mehr. Oh Gott. Oh Gott, ich liebe diese Frau, die ist so zigan. Oh wei. Oh wei, oh wei. Hammer. Und noch Hammer. Oh wei. Frau Gagwa, das sind Aussagen, die Sie hier bringen. Wenn wir in Amerika in der Court wären, America Law Court, euer Ehren, also bitte, Einspruch stattgegeben. Oh Mann. Unglaublich viel Druck dazu. Da gehört auch unglaublich, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und auch sich selber nicht genug Wertschätzung zu zeigen, weil man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist nicht genug. Und da zum Beispiel, ich habe Grundschullehramt studiert, da hat mir mein Lehramt und meine Moment mal, Frau Gagwa, also wirklich, das kann ja nicht sein. Also wirklich. Also, jetzt mache ich mal ein Beispiel für jeden hier. Also, und das muss ich machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was aus mir erzählen. Aber das wird nicht so lange dauern. Weil sonst muss ich 2 Eimer bestellen und weinen. Und ihr wollt keinen Sponk sehen, der weint. Nee. Außerdem wird dann die Wohnung und das ganze Haus überschwemmt. Das wollen wir ja auch nicht. Ich lebe ja nicht alleine. So, also. Sie hat gerade gesagt, Wertschätzung. Man selbst nicht wertschätzt. Denk doch mal, Leute, nach. Was kann denn eigentlich eine Firma dafür, wenn du dies nicht selbst wertschätzt? Es kann eine... Ey, wirklich. Also ich habe damals viel Mist gebaut. Ich bin bei 200 Firmen geblacklistet. Außer Sony und Philips und so weiter. Mein erstes Angebot war mit 18. Ich sollte mit einem Profi-Programmierer, stellte sich heraus, es war ein Profi-Programmierer, mit ihm nach Irland auswandern. Die Firma hat mir alles gezahlt. Hat gesagt, komm, du feige Sau, du groß redet, bist ein sympathischer Kerl und bist du da gestört und verrückt, aber wir brauchen einen Verrückten. Wir brauchen einen Verrückten, einen Auftritt in Irland. Ich soll dann halt immer auftreten, die Abverkäufe machen, bei den Reichen halt immer, hier, jetzt die C++-Sprache. Und darum machen wir ein Framework. Sehen Sie das nicht? Und, ich habe leider meinen Schnuller im Mund gehabt und ich bin ein sehr, sehr großer Spätzündler, ein Babykind. Und das Angebot habe ich abgelehnt gehabt. Ich hätte Millionen haben können, Haufen Geld verdienen, aber ich bin ein Depp. Damals, so wie heute, ein Vollidiot. Nur heute nicht so ein großer Vollidiot.
So, was kann jetzt der Chef von der Firma, der junge Chef, was kann der jetzt dagegen tun oder was kann er dafür? Ups. Was kann also der, was kann jetzt der Chef, okay, was kann er da dafür, wenn ich sozusagen ein Vollpfosten bin und das Angebot nicht annehme? Ich war nicht selbstbewusst, der Chef war schuld. Keine Firma kann was dafür, wenn du unsicher bist oder nicht selbstbewusst bist. Es liegt im Charakter. Und es liegt an dir selbst, dich aufzubauen. Weder der Lehrer noch die Eltern können da was machen. Die Wissenschaft und die Ewige können auch nichts machen. Du kannst zwar Gebete führen, du kannst die Wissenschaft, deine DNA vielleicht lustigerweise verändern, falls das möglich wäre, jetzt angenommen. Aber die Leute kannst du doch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Nur weil du da nicht weitergekommen bist, wo du jetzt bist, kannst du nicht den anderen Finger, wie Rocky Balboa sagt. Nur Schwächlinge tun das! Genau! Und das bist du nicht! Ja. Und ich habe dann ein Angebot gehabt, eine Fiale zu leiten, auch einen Schnuller wieder im Mund gehabt und wieder eine Fiale, Schnuller im Mund und wieder eine Fiale. Ich habe so viele Angebote gehabt. Ich kann also auf Deutschland nicht sauer sein. Dass ich Polackenschweinchen, Judenschweinchen dick, das ist der, dass ich der Sprung, der Spaß, das Arschlochkind, die Angebote abgeschlagen habe und sagt, ja, die waren nicht babyhaft zu mir. Ich meine, wenn du faul bist, ich bin kein fleißiger Mensch, war ich nie, und wenn du ein Arschloch bist, dann kann doch der andere nichts dafür, oder? Also, so sehe ich das. Aber ey, schreibt's in die Kommentare, wie ihr es seht. Aber mit den Kindern viel, viel mehr Liebe zurückgegeben, als das bei, bei den Misswahlen der Fall war. Und das konnte ich aber vorher nicht sehen. Und ganz kurz noch, das Ziel war Model werden. Genau, mein Traum von Model zu werden, wirklich. Ach ja. Und warum? Denn ich fragen darf? Miss Rokavana, Gagwa, tut mir leid, ich kann nicht so gut Deutsch. Ja, Hermann, du bist gerade einen Schritt nach hinten gegangen? Ja, also ich bin einen Schritt nach hinten, dann wieder vor und dann wieder zurück. Punkt 1, wieso ich zurück bin, es liegt auf der Hand. Also wer bei Next Topmodel jetzt mitmacht, der weiß, was auf ihn zukommt. Also es ist kein Geheimnis mehr. Ja, so ist das. Na, Handkuss, Mann. Knack, ich liebe das, wenn Knack, wenn du mir sagst, dass ich ein Arschloch bin. Und ja, es tut nicht weh. Müsst mir noch mehr Hass. Ich wandle es in Licht um. Ist meine Gabe und mein Fluch. Fürchterlich. Es wird auch in den Medien breitgetreten, was auf die Kandidatin bei Jeremy Six Model zukommt. Ja. Ich bin dann allerdings einen Schritt vorgegangen. Denkst du, also das sind solche Heuchler. Also wirklich, das ist das Problem, warum wir Kriege haben. Ne? Und Putin, ich will dir einen Witz erzählen. Weißt du, du bist ein Drecksau und ein Arschloch und ein Faschist und Maschoist. Hey, du Arschloch, du, wo bist du, dass du mir das sagen darfst? Ich bin das kleine Polacken-Juden-Wichser-Arschloch-Kind. Du bist das, der Nervensäger, der größte Arschloch im Universum. Ja, genau, der bin ich. Ich töte dich. Ja. Ne, also Wahnsinn. Ne, also wenn der also die Wahrheit nicht akzeptiert, ne, endlich so, wenn der Putin ein Kriegsverbrecher ist. Der ist es ja eben. Das ist Fakt. Habe ich nicht erfunden. Ne? Also es ist einfach so. Und ja, ich wäre so mutig, wenn man mir die Möglichkeit gibt, mit Putin zu reden, so vor allen Leuten zu reden. Auch ich habe keine Angst vor niemanden, weil ich gestört bin. Als du gesagt hast, dass es sehr eine große Herausforderung ist. Die ganzen Challenges, die ganzen Shootings etc. Wait a minute, das wurde gerade gecut, oder? Mike, wie Jeremy Six Topmodel hat sich was die Legitimation fortgeführt zu werden, weil Drachenlord, das Video ist extra für dich. Handkuss, ich werde mich für dich extra unbeliebt machen. Ja. Und wenn ich dir zeige, wie man mit Kritik umgeht. Ich hoffe, ich habe Haufen Hasskritiken. Ich warte schon drauf. Aber gleich am Profi, wie man das macht. Ich werde allen meinen Hatern, und ich von dir auch welche bekomme, viel Liebe geben. Ich werde sie alle knuddeln und alle mit Waschbär umarmen.
Das hättest du machen sollen bei deinen Hater. Liebe, 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 Norden. Drachenlord, Kapitel 18, Buch Morsche, Buch 3. Les 18, Nächstenliebe. Dann weißt du Bescheid. Weil es am Ende des Tages eine Win-Win-Situation ist. Der Sender bekommt natürlich Einschaltquote, Heidi Klum wird noch reicher, aber auch die Models, ja. Die sogenannten Models, die kommen dann auch irgendwie groß raus, ob sie als Influencer erfolgreich sind, TV-Presenter oder sonstiges, oder auch als Model. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ja! Und der Mann gibt mir recht. Mann mit Handkuss. Das ist ein hübscher Mann. Ein hübscher Mann, ein hübscher Mensch ist, wenn er knallhart sagt, wie es ist. Ihr könnt auch alle hübsch werden. Nicht außen, sondern innen. Davon kommt's. Das ist ein gut aussehender Mann, weil er die Wahrheit sagt. Ne? Für mich, ich sehe die Menschen ganz anders. Wenn jemand mir die Wahrheit sagt, die Frau kann eine Brille tragen und der Mann kann wie ein Nerd ausschauen, das ist für mich hübsch. Weil ich sage, boom, Motherfucker, die Wahrheit, die Hardcore-Wahrheit. Win-win. Und solange du profitierst, gibt's viele, wir Juden haben viele Geschichten, jüdische Geschichten. Und solange du profitierst, sagt auch der Rebbe zu mir, hat er mir mal damals gesagt, noch vor Corona die ganze Scheiße war, solange du Profit machst, tu nicht den angreifen, wenn du profitierst. Don't do it. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Du hast Profit rausgeschlagen. Der eine mal etwas, wie er sagt, etwas weniger, der eine viel mehr, aber Profit ist Profit. Das gehört sich einfach nicht. Na, wie der Spruch schon sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Meine Güte, ey. Wenn das jetzt der Fall ist, dass viele junge Menschen jetzt wissen, wie es hinter diesen Shows abläuft, dann wahrscheinlich nur wegen Videos wie meinen, die sich gegen Verschwiegenheitsklauseln gewehrt haben, wegen Videos wie das von Tyler. Einfach viele junge Frauen, die so mutig waren, sich zu öffnen und gewisse Konsequenzen ab. Frau Gagwa, also wirklich, also jetzt wirklich, ich werde noch gandrig. Das kann doch nicht sein. Mutig. Mutig ist, wenn man im Iran gegen Ungerechtigkeit kämpft, wie die Frauen das gemacht haben und dafür draufgehen. Oder in Russland, in dem Leute von diesem Putin, dem Wichser, einfach sagen, ey, du Arschloch, mach keinen Krieg, du Wichser. Und dafür auf die Fresse kriegen oder erschossen werden. Das ist mutig, aber nicht sowas. Es sollte selbstverständlich sein, dass Menschen füreinander eintreten. Es sollte selbstverständlich sein, dass Menschen Ungerechtigkeit bekämpfen. Und nicht, dass ein Reicher oder ein Armer oder ein Mittelstand oder sonstige oder ein Googie-Kind oder ein Alien das macht. Aber wenn die Menschen Arschlöcher sind vom Charakter, dann machen sie es nicht. Und so sieht's aus. Und du musst es wissen. Und ich bin immer noch ein Arschloch. Aber nicht mein super großes wie damals. Aber ich war früher ein richtiger Bastard. Oh ja, Bastard mit Leidenschaft. Auch in Kauf nehmen. Der Sender und die Show an sich hat leider nichts dafür getan, dass das auch wirklich sichtbar ist für junge Frauen. Und das erlebe ich, indem ich einfach jede Woche in drei Schulen bin und die Kinder immer noch mit so einem weit offenen Mund da sitzen, wenn ich erzähle, wie es wirklich ist. Dürfte ich auch gerne zu deinem etwas sagen, warum ich zurückgegangen war, weil du gesagt hast, wenn man sich da dort bewirbt, dann weiß man, was auf einem zukommt. Der psychische Druck, den man dort ausgesetzt wird, das, was rausgeschnitten wird, wie man... Alter, das ist doch kein Grund. Das ist doch kein Druck, meine ich. Also wirklich, wenn du wahnsinnig. Ich hab Druck. Ich hab Druck. Denn ich hab Störungen, die ihr nicht mehr habt. Ja? Durch meine Krankheit hab ich riesengroßen Druck. Ich kann nicht irgendwo auf die fucking Toilette gehen, ohne... dass ich Gedanken habe, dass die Leute mich verfolgen und killen wollen. Ja, das hat mich als Kind erlebt. Das war ganz witzig. Da haben mich die Großen immer umbringen wollen. Ja, das KZ-Kind ist wieder auf der Toilette. Jetzt werden wir es töten. Also was seitdem? Oder dass ich ertrunken wurde und fast verreckt bin und wieder beatmet werden musste, weil mein Lehrer gesagt hat, das Wort natürlich KZ-Kind gesagt, statt Judenschweinchen-Dick, weil er wusste ganz genau, sonst ist er erledigt. Aber... ich hatte Glück. Damals haben dann zwei Mädchen ausgesagt. Und dann hat der Lehrer, was ich gar nicht mal wollte, hat er seinen Job halt verloren. Schon länger her, aber trotzdem.
Na, sowas vergisst du halt nicht. Das ist doch kein Druck. Die machen keinen Druck. Wenn du auf der Arbeit, egal wo, niemand macht Druck. Druck machst du mir selbst. Ich hab's auch gemerkt. Oh, scheiße. Warum mache ich mir Druck? Warum? Hey, warum hau ich mich jetzt gerade? Warum mache ich das? Hey, aua, aua. Frank wird im Schnitt immer gedeckt. Das sagt niemand und das weiß man auch nicht. Ich finde, Sweet Next soll ich kein offizieller Wettbewerb machen. Kyler, also was? Und haben denn die für Namen? Kyler, ja. Aber dann Schicks? Scheiß? Wahnsinn. Ich dachte, mein Name ist sehr schwer. Verdammt. Bin ich eifersüchtig auf sie. Weil ich überall stattfindet und auch noch Verbreitermasse zu bewerben und das ist richtig. Ich mag deswegen weiße Frauen nicht. Ich mag es nicht. Ich hasse die weiße Rasse. Mir die Best. Wirklich. Die haben diese Knuffenbacken nicht. Die haben nicht, da kann man die nicht knuffen. Die anderen haben das. Die dunkle Rasse hat das. Ja. Alle dunklen Menschen. Die haben diese Backen komischerweise. Das ist auch eine Störung von mir. Wenn ich Menschen sehe, die knuffen, egal ob erwachsen, egal ob Mann oder Frau, dann gehe ich einfach manchmal ran. Hey, lass das! Ich bin doch so geil. Als offizielles Statement zu sagen, was du an Schülern eigentlich so subjektiv bist, finde ich sehr, sehr unzeitgemäß. Sura, du hast jetzt Liane. Subjektiv? Nee, das stimmt schon. Schönheit ist, hat eine gewisse Norm. Ich muss wissen, ich gehöre nicht dazu. Ich habe sogar was Cooles damals gemacht. Es gab ein Schönheitsroboter und ich bin da hingegangen, das war so ein Computer, das war eine Messe, ja, und da waren wirklich sehr hübsche Menschen, Männer sowie Frauen, und dann bin ich rein und die Frau hat mich gewundert, hat sich, was machen Sie denn hier, wer sind Sie und so, habe ich gesagt, ich bin der lustige Kasperle. Ich will mal wissen, von 1 bis 10. Und dann hat der Computer, haben die mich dann, ne, fotografiert. Ne? Und dann hatte ich das Ergebnis nicht erhalten. Am Anfang sieht sich geweigert, sondern das kann ich ihnen nicht geben, sowieso nicht. Das geht einfach nicht. Ne? Und so, geben Sie es ruhig, geben Sie mir, ja, schlagen Sie mich. Und dann war die Skala von 1 bis 10. Und dann fing es so an zu fallen, so. Und ich so, sie haben doch gesagt, es geht doch bis 1 bis 10. Wieso steht bei mir Minus? Minus Infinity. Eigentlich wissen wir nicht, warum der Automat. Das ist noch eine Beta-Phase. Tut mir echt leid, wir wollten ihre Gefühle nicht verletzen. Haben sie doch gar nicht. Ich weiß doch, dass ich der hässlichste Mensch im Universum bin. Es gibt noch hässlicher, da bin ich mir sicher, aber ich weiß das. Wieso sind sie so selbstbewusst? Sie sind so Atombombe. Weil ich mich selbst liebe. Weil ich nach der Tora gehe. Und in der Tora steht, du bist so, wie du bist. Okay. Ja, dieses Selbstbewusstsein, das kann doch nicht sein. Der Automat hat sie vernichtet. Was vernichtet? Hat mir die Wahrheit gesagt. Und? Dann ist es halt eben minus 1000 oder 1010 Tonnen oder sowas. Das ist nur eben so, wie es ist. Was soll ich machen? Soll ich mit Selbstmord machen oder was? Die Frau so, nee. Na also, jeder Mensch ist so erschaffen, einzigartig. Das ist, die Wissenschaft beweist das und die Tora beweist das. Beides vereint, Infinity-Lehre nur bei mir. Geschichte ausführlich gehört. Du bist aktuell amtierende Miss Globe. Du hast 2021 auch Miss Germany organisiert. Miss Globe? Ich verneine mich. Waschbär. Miss Globe. Pinguin. Oh ja, verneinen wir uns. Global. Meine Güte. Miss Germany, aber Miss Globe. Ich glaube, ich schaffe das Video nicht anzuschauen. Das ist mir echt.
Das ist so geil, das Thema. Es gibt so, oh Mann. So, ich mache erstmal eine kleine Pause.